meine Damen und Herren, verehrte Anwesende, der herzliche, fast überherzliche Applaus, mit dem Sie mich soeben begrüßt haben, hat mich, Moment, ich will wörtlich bleiben, in mein Manuskript nachsehen, dass ich nicht falsche Worte sage, hat mich überrascht. Ich hatte denselben nicht erwartet. Was ich Ihnen heute erzählen will, ist die Geschichte eines Mannes, den Sie allgemein einen Spaßvogel nannten. Er hatte auch spaßigerweise einen Vogelnamen. Er hieß Fink. Genau wie ich. Sogar Werner mit Vornamen, und Sie werden lachen, er hatte sogar den gleichen Beruf. Ja. Unser Spaßvogel hatte einen Widersacher, einen Raubvogel, um jetzt im Bilde zu bleiben. In dem autobiografischen Roman, den er uns hinterlassen hat, er liegt meiner Erzählung zugrunde, spielt der Raubvogel eine sehr bedeutende Rolle. Das Ganze ist eigentlich mehr eine Materialsammlung als ein Roman. Viele Kapitel sind nur angefangen. Mehr Fragmente, hier schon etwas sehr Typisches. Also ich lese Ihnen nur etwas mal vor, wie er sich ausdrückt, nicht? Sehr schön. Also gelegentlich der Eröffnung des kleinen Wildkrieges sprach Kaiser Wilhelm II. Das große Wort: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Dieses Wort ist zwar gefallen, aber es ist nicht durchgeführt worden. Das Wort, ich kenne keine Deutschen mehr, ich kenne nur noch die Partei, das ist zwar nicht gefallen, aber durchgeführt worden. Nun hat er hier wieder was geschrieben. Ludwig, also er hat geschrieben, der G hatte mich schon wieder mal. Also da muss ich erklären, ich habe ja da mich sehr reinarbeiten müssen in diese Nachlassen. Das sind die nachgelassenen Schriften von diesem Fink. Wir haben sehr nachgelassen in der letzten Zeit. Der G hatte mich schon wieder mal. Mit dem G ist der damalige Minister für Volksaufklärung und Propaganda gemeint. Also manchmal schreibt er auch der Geier. Ja, das ist verschleiert, nicht? Der Geier hatte mich schon wieder. Aber immer merkt man, er geht rum um den Heidmann. Nun war der Minister tatsächlich sehr, sehr unangenehm den Künstlern gegenüber, wenn sie eben nicht seine Spurlänge waren. Aber er hatte ja nur andere Sachen, als sich nur dauernd mit Kabarettisten zu beschäftigen, nicht? Das ist ja bekannt, lesen Sie doch mal nach. In der Geschichte des Dritten Reiches. Aber wenn sich der Minister mal ärgern wollte, nicht? Also dann war dieser Fink sein Lieblingsärgernis. Ja. Nun geht's hier weiter. Er hatte mich in seinen Klauen, aber diesmal ließ er mich wieder fliegen. Und zwar aus der Reichskulturkammer. Nun hatte der Arme keine Reichskultur mehr. Er war praktisch brotlos. Das einzige Brot, das für ihn noch zu essen war, das war das Kommissbrot. Damit hätten wir eine geschickte Überleitung zum Kommiss. Er schreibt hier, ich meldete mich freiwillig bei der freiwilligen Meldestelle des WMA, Berlin-Schöneberg. Das ist nichts Unanständiges, WMA. Und der Text der vorhandenen Antwortkarte, die heute noch aufbewahrt wird, lautete: Ihre Meldung zum freiwilligen Eintritt in die Wehrmacht ist hier eingegangen. Weiteren Bescheid werden Sie erhalten. Datum des Poststempels ist 29. August 1939. Meine Freunde waren entsetzt. Die Meldung war eingegangen, aber die waren nicht eingegangen auf die Meldung. Und er blieb uneinberufen. Toi, toi, toi. Und nun, die anderen, die Freunde, die ihn gewarnt hatten, die haben doch alle gesagt, du bist verrückt, du kannst dich doch nicht melden hier zur Wehrmacht, nicht? Das wird geschossen und das geht also furchtbar zu. Bleib du doch zu. Nein, er hat gesagt, ich melde mich trotzdem.
Nicht trotzdem, weil dennoch freiwillig. Unsere Sprache macht ja feine Unterschiede. Und also nun war das Schicksal so, dass er nicht genommen wurde, einen Monat lang, nicht zwei Monate, drei Monate lang wurde er nicht genommen. Und diejenigen, die ihn gewarnt hatten, die sagten, du bist wirklich, die waren allmählich alle eingezogen worden. Ja. Und der Rest der Freunde, die wenigen noch gebliebenen, kamen dann zu ihm und haben gefragt, wo das wäre, wo man sich da melden müsste. Ja. Nun hatte er sich als Kriegsfreiwilliger seinen Truppenteil aussuchen können. Also nicht etwa, dass man ihm Prospekte geschickt hätte. Aber er konnte sagen, wo er noch wollte, zur Artillerie oder zur Kavallerie, die gab es sowieso nicht mehr. Oder zur Pack oder Flak. Und er meldete sich zur Nachrichtenabteil. Und zwar, das günstigste Angebot kam von der Enna 23. Ja, die Enna. Der hatte immer noch die erste Zeit als Zivilist Emma verstanden. Die Emma 23, nein, es war die NA, Nachrichtenabteilung 23, NA, von der 23. Infanteriedivision in Potsdam, abgekürzt 23. Idee, es war eine fantastische Idee. Ja, und diese Abteilung hatte einen netten Abteilungschef und ein paar gut gelaunte Herren in leitenden Stellungen. Die lagen an der Mosel und tranken denselben. Ja, tranken denselben, eingeladener, also literweise. Und alle kannten seinen Fall. Mitte November bekam er dann endlich den Einberufungsbefehl, aber nicht zur Enna, sondern zur Enea. Ja, auch wieder abgekürzt. Enea, das ist NEA 23. Nachrichtenersatzabteilung 23, Enea. Aber das klang natürlich homerisch, ganz homerisch, Enea. Ja. Ist ja alles abgekürzt worden bei den Preußen. Bis auf den Krieg. Den haben sie nicht. Also die Flucht ins graue Tuch war gelungen und später, ja so hieß das, Flucht ins graue Tuch, und später wurde bekannt, dass Goebbels persönlich alles versucht hatte, den Freiwilligen für wehrunwürdig erklären zu lassen. Da er sollte wehrunwürdig sein, damit er ihn in seine KZ-Kategorie bekam. Aber es gelang ihm am 1. Dezember 1939, war er in der Kaserne, hat dann noch so ein Kärtchen verschickt, ein kleines Kärtchen an Freunde und vor allen Dingen an Gegner, stand drauf, was meine ganze Einstellung anbelangt. So erfolgte sie am 1. Dezember in die Armee. Ja. Erst kam ja mal die Vorbereitung, erst wurden die Grundregeln gelernt, so in den ersten 14 Tagen vom 1. Dezember bis Mitte Dezember. Und Mitte Dezember hat ihn der Spieß, der Hauptwachtmeister, in sein Zimmer gerufen. Da musste er sich melden. Und er tat das, ging rein, meldete sich, jawohl. Und der sagte der Hauptwachtmeister, sagen Sie mal, Sie sind doch Schauspieler, wach. Und er nahm das auf, sagte sich, verwechselt er mich mit dem Schauspieler, wa? Ja, er sagte, jawohl, Herr Hauptwachtmeister, schön, dann machen Sie den Weihnachtsmann. Es ist ja so einfach, wissen Sie, das Prinzip. Es war ein einfacher Mann, unverbildet. Der hat sich das so vorgestellt und sagte, haben wir noch eine Frage? Das hatte der Funker gar nicht erwartet, dass er noch gefragt wird.
Aber weil er aufgefordert wurde, da sagte er dann, ich möchte bitte Herrn Hauptwachtmeister aufmerksam darauf machen zu dürfen, dass ich aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen worden bin. Da hat er gesagt, waren Sie schon in der Kleiderkammer? Also, das war vor Weihnachten, das Weihnachtsfest ging vorbei und dann begann eigentlich die Ausbildung, dann wurde es also härter nach Weihnachten. Dann wurde er als Funker erstmal ausgebildet. Die Funkerei, es war ja eine Nachrichtenabteilung, nicht? Und er glaubte erst, das wäre so eine Nachrichtenabteilung, auch so mit ein bisschen ausländischen Nachrichten. Aber an reine Regimentsnachrichten. Und nun schreibt er hier sehr rührend, ich musste auf eine Taste drücken, mal kurz, mal lang, kurz, kurz, lang, lang oder lang, kurz, kurz und gut. Ich funkte einem anderen das ins Ohr und der musste sich das zusammenhören, bis es einen Sinn ergab. Was ich da machte, das hieß geben und was der andere daraus machte, das hieß hören. Also ich gab mir die größte Mühe, aber das war so ziemlich alles, was ich geben konnte. Das normale Tempo, was verlangt wurde, war das Tempo 60. Das ist wieder bei der Schreibmaschine oder bei Stenografie ein bestimmtes Tempo. 60, das habe ich schwer geschafft, wissen Sie. Ich habe nie 60 geben können. Es hat einen Monat gedauert, bis ich alles zusammenfand. Aber das war eben das Geben. Hören war viel besser bei mir. Da war ich, also hatte ich mehr Begabung. Ich hörte in kurzer Zeit Tempo 100. Ja, habe ich gehört. Aber ich habe es nicht verstanden. Nicht. Und als man nun merkte, dass ich also mich mit der Funkerei ein bisschen schwer getan habe, schreibt er ja weiter, da hat man beschlossen, mich rauszunehmen aus der Funkerei und erstmal als Mann auszubilden. Also Ausbildung als Mann, da hat sich meine Fantasie die ungeheuerlichsten Dinge vorgestellt. Ausbilder. Wie wird man Komiker, fragte einer den Finker Funk. So nannten ihn nämlich die Humoristen unter den Ausbildern, schon angesteckt von ihm, wie sie meinten. Diese Überheblichkeit. Und er antwortete so, er sagte, sehen Sie, ich war schon als Baby sehr gefährdet. Wir waren zu Hause, eine starke Familie und ich lag in einem kleinen Körbchen als Baby, nicht? Und unsere Familienbande, also sagen wir mal, eine zarte Familienbande umschlang uns und zwei von den Schlangen waren also die Tanten Luzi und Käthe. Ich habe die Namen verändert, weil die Damen noch leben. War ein Scherz. Also die standen um mein Körbchen herum und beugten sich immer und immer wieder über mein Körbchen und sagten, wo ist denn der kleine Junge, wo ist denn der kleine, was hat er denn für ein süßes kleines Näschen damals? Ja. Und immer, wo ist er denn, wo ist er der kleine, wo ist er denn der kleine? Ich lag vor ihnen. Muss man ja später komisch werden. Die Ausbilder sagten, sie müssen erst überhaupt mal gehen und stehen lernen, Mensch.
Haben die gesagt. Immer wieder. Sie müssen erst mal gehen und stehen lernen. Mensch. Ja, die haben wirklich Mensch gesagt. Die haben das nicht so gemeint, nicht? Aber gesagt haben sie es. Und ich habe mir dann überlegt, sagt er, ich habe mir überlegt, wie kann denn das möglich sein, gehen und stehen? Das habe ich doch früher gelernt. Als Baby schon, bei der Nörse zu Hause. Also Nörse hat er übertrieben. Es war ein ganz gewöhnliches, popliges Kindermädel. Und die ging mit ausgebreiteten Armen im Rückwärtsgang vor ihm her und sagte so, jetzt das eine Beinchen und so. So ging es eben, bis es ging, nicht? Bis es ging. Und so hat er dann später als Halbstarker oder als männlicher Backfisch immer sich damit brüsten können, dass er sagte, ich bin schon sehr früh zeitig mit einer gegangen. Und dann begann das Ganze nochmal, dieses Gehen und Stehenlernen, wie er zur Bühne kam, zum Theater. Erste Wort, Sie müssen erstmal gehen und stehen lernen. Nun, meine Damen und Herren, ist es ja also sehr schwer, wirklich zum ersten Mal auf der Bühne zu stehen und sich dann zu beherrschen. Da war also in klassischen Rollen ist noch einfach. Wenn Sie in modernen Rollen zum ersten Mal draußen stehen, auf einer Bühne, dann kommt ein Vorgang, der ungeheuerlich ist. Dann stehen Sie da, der Text geht, ja, die Worte, die Sie zu sprechen haben. Aber auf einmal haben Sie Arme. Nie vorher gehabt. Und so viele, wissen Sie, immer. Von allen Seiten haben Sie Arme. Nicht mehr. Und da ist es eben dann die Kunst, dass was gelernt werden muss, Sie müssen die Arme wieder in die Hand bekommen. Damals war noch zum Schauspielunterricht sehr viel Gymnastik dabei. Es gab zum Beispiel eine berühmte Schule, das war die Loheland-Schule. Da wurden die seelischen Regungen aus der Gesäßspannung heraus entwickelt. Aber sehen Sie, das war alles nicht mehr zu verwenden dann beim Militär. Er schreibt hier etwas sehr Interessantes. Nun war freilich die Achtung, die den Dienstgraden entgegengebracht wurde, besser entgegengebracht werden musste, ein bisschen aufgesetzte Achtung. Diese Achtung, wie ich es zum ersten Mal hörte, da dachte ich, Wunder, was passiert wäre. Schreckhaft, wie ich bin. Es war auch so laut gebrüllt worden. Achtung! Und was war dann? Ein Leutnant, der in die Unterkunft gekommen war, sagte, weitermachen. Und dann ging er wieder, ehe der Stubenäste richtig gemeldet hatte. Daraufhin wurde nochmal Achtung gebrüllt. Das war alles, aber wirklich, es war alles. Und nur damit der Leutnant sagen konnte, weitermachen, musste man so erschreckt werden. Und wir hatten ja bloß nicht weitergemacht, weil Achtung gerufen wurde. Und ich selber habe überhaupt nichts gemacht in der Zeit. Wenn ich das nur weitergemacht hätte. Okay. Ja, also. Auf der anderen Seite, das war der zackige Ton den Vorgesetzten gegenüber, diese Achtung, aber unter uns hatten wir gar keine Achtung. Mein urbaner Ton, den ich hatte, so ein höflicher Ziviler, der war gar nicht angebracht überhaupt da. Nicht, ich war immer, wenn, sagen wir, es las ein Kamerad die Zeitung, so hießen die damals. Und mich interessierte eine Seite,
Ich dachte, kann ich vielleicht die Beilage haben nachher, wenn du fertig bist. Wäre sehr nett von dir. Warte mal, denn da ist etwas, was... Da hat er nur gehört... Das war keines... Das war zivil. Das war nicht die Welle, auf die er eingestellt war. Also man konnte mit Höflichkeit nichts erreichen. Aber wenn ich sagte, gib mal her das Scheißblatt! Ja, und so plump vertraulich der Ton unter uns war, so abgezirkelt war er, sobald eine Vorgesetztenstelle dazwischen lag. Es ging ja so weit, dass da ein Zeremoniell ausgebaut war, ein ganz genaues Zeremoniell. Vielleicht lag da überhaupt der Militarismus. Wenn man von Militarismus sprechen muss, dann muss man es an dieser Stelle. Das war das einzige Mal, wo ich also meuterte, das fiel mir schwer. Da gab es eine Formel, die hieß, bitte zu dürfen. Zum Beispiel, ich bitte, vorbeigehen zu dürfen. Na, hören Sie mal, also wenn man im normalen bürgerlichen Leben bei jemandem vorbeigeht, sagt man, Tag, Schulze. Alles klar, da gehen wir vorbei. Aber dort war es also eine Aufgabe, das war ein Kult, ein ausgebauter Kult. Man musste sagen, bitte, also vorbeigehen, man musste bitten, etwas tun zu dürfen, was man gar nicht wollte. Man musste eben da vorbei. Aber ich bin lieber durch den Keller gegangen, über den Boden. Und nochmal hin und zurück, um das zu vermeiden, wenn man da sagt, das war nämlich der Gesslerhut. Ja, die Schweiz hat ja den Gessler erschossen. Wir würden den Gessler auch erschießen, nicht? Aber erst mal befördern. Ja. Da habe ich also gelitten. Manchmal war es gar nicht zu vermeiden. Da war der Vorgesetzte so unglücklich aufgebaut vor einer Tür, in die man hinein musste. Es war gar kein Entweder-Oder mehr. Das Oder wäre eine Katastrophe gewesen. Und nun zu sagen, bitte, Herrn Oder, vorbei. Oh. Das war mein Kampf. Und nun gab es so viele Vorgesetzte. Also es gab ja Vorgesetzte in der Armee. Ist ja nicht so, ich glaube, ich hatte die meisten von allen. Wahrscheinlich, weil ich so tief unten war. Der Funker hatte eine Oberfunkerübersicht. Der Oberfunker den Gefreiten, der Gefreiten, Obergefreiten. Der Unteroffizier guckte auf den Obergefreiten zurück, die Unterfeldwebel. Also jeder war dem anderen vorgesetzt und jeder hat einen Vorsitzenden. Wenn einer einen nicht gehabt hat, die haben alle, jeder immer wieder einen Vorsitzenden gehabt. Diese Stufenleiter ging hinauf bis zum allerobersten Vorgesetzten, dem Führer und obersten Feldherrn. Das war der Einzige, der keinen Vorsitzenden mehr hatte. Ja. Und gerade der hätte einen geborgen. Aber er kam auch zu höheren Vorgesetzten heran aufgrund seines Bekanntseins und sie waren manchmal neugierig auf ihn und eines Tages wollte ihn der General sprechen, was da für Möglichkeiten liegen. Wie ein kleiner Funker, der kommt rein zu einem richtigen General, er steht an der Türe. Es geschieht nichts, der General arbeitet, er schreibt. Der Funker steht an der Tür, was soll er machen? Kann ich nicht sagen, Tag, Herr General. Nein,
steht und staunt und sieht. Dieser Mann hat goldgewirkte Schulterstücke. Gold wirkt ja immer. Und sitzt gebeugt über seine schriftlichen Arbeiten. Wissen Sie, er spürt sofort, der kleine Mann, dieser General möchte gar nicht diese Schreibstubenarbeiten machen. Den Papierkrieg, er möchte lieber mit dem gezogenen Haudegen wie Zieten und Blücher. Konnte er nicht, war kein Feind da im Moment. Und da hat er nur gedacht, was wird der General jetzt als erstes Wort sagen? Er sagte, Sie sehen, ich gebe auch Autogramme. Im Grunde war es ja eigentlich eine plumpe Vertraulichkeit. Naja, also, das war das erste Wort. Und das zweite Wort des Generals war, ich höre, Sie sollen so nette Gedichte machen. Und nun kam wieder eine kleine Spannung und er sagte, das dritte Wort, sagen Sie mal eins auf. Also eine sehr kulante Aufforderung zur künstlerischen Betätigung. Und da nahm der Funker Haltung an und sagte die Überschrift seines kleinen Gedichtes, die Märchenfee. Und dann wollte er gerade anfangen, die vier Zeilen. Und da klingelte der Feldherrensprecher. Nein, also da hätte der Freud sich sogar gefreut. Also, das war eine echte Fehlleistung. Feldfernsprecher. Der Feldfernsprecher klingelte und er nahm das Gespräch ab und sagte dem Funker, bitte, bitte, lassen Sie sich stören, ich höre trotzdem, ich höre, ich höre. Da sprach er dann das Gedicht und sagte, gestern trat ein Fräulein an mein Bette und behauptete, die Märchenfee zu sein. Und sie fragte mich, ob ich drei Wünsche hätte. Und ich sagte, um sie reinzulegen, nein. Daraufhin sagte der General, das ist eine Schweinerei. Sie haben mir sofort morgen zu melden, wie die Vorgänge gewesen sind. Ende. Ja. Und zum Funker gerichtet sagt er, gut, sehr gut, sehr nett. Also da können wir was draus machen, da werden wir einen Truppenbetreuungsabend machen. Aber das Eigentliche war ja, dass ich nicht Truppenbetreuung machen wollte, so in der Garnison, sondern ich wollte ins Feld. Ich hatte mich freiwillig gemeldet, nicht nur, um da nun in Potsdam zu sein, sondern ich wollte an die Front, hatte mich beworben und die Front, Einteilung kam dann. Ich kam an die Front, nicht etwa, weil ich heldische Ambitionen hatte, das können Sie nicht, auf keinen Fall nicht, das wollte ich auf keinen Fall wissen, sondern ich sagte mir, da bin ich verhältnismäßig am sichersten. Vor diesen Männern wie Goebbels. Da kommen solche Brüder auf keinen Fall hin.